wird die Eintracht-Fans. Ja, Martin, darf ich dich bitten, der Martin Krause, Sportjournalist, hat eine Biografie geschrieben über Max Schmeling und kennt sich im Boxsport überhaupt gut aus und besonders auch zu Drollmann. Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Ich rede auch nur 2-3 Minuten. Ich verspreche es, es ist kalt. Ich will kurz nur was sagen, warum wir an diesem Ort sind. Hier war die alte Bockbrauerei Kreuzberg und die war Anfang der 30er Jahre war sie ein ständiger Boxring, wie das damals hieß. Es gab viele solche Ringe. Hier wurde jeden. Ja, muss ich noch näher rangehen. Ja. Oder Sie kommen her, näher her. Nein, nein, ich hat seine Richtigkeit. Hier hat Ruckeli Trollmann am 9. Juni 1933 seine deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht erkämpft. Grund war, dass der amtierende Halbschwergewichtsmeister Erich Selig, ein Jude, emigrieren musste und ihm der Titel aberkannt worden war. Selig hat gelebt am Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg, also auch ein Kreuzberger Junge. Und dann ist der Titel vakant geworden und Ruckeli Trollmann durfte darum boxen gegen einen Boxer namens Adolf Witt aus Kiel. Dieser Kampf fand statt, 1500 Zuschauer waren da, das war relativ wenig. Normalerweise passten etwa 3500 hier rein, aber an dem Tag hat es ein Gewitter gegeben. Und der Kampf fand statt. Ruckeli Trollmann hat überlegen geboxt und alle waren der Meinung, er hat gewonnen. Das Kampfgericht hat danach gesagt, dass dieser Kampf ohne Wertung bleibt. Es gab große Tumulte hier in der Bockbrauerei. Ruckeli Trollmann hat selber protestiert, sehr stark. Und dann hat das Kampfgericht doch klein beigegeben und zugestimmt, dass Trollmann deutscher Meister im Halbschwergewichtsboxen ist. 4 Tage später erhielt Trollmanns Manager Ernst Zirzo einen Brief, dass man doch übereingekommen sei, diesen Kampf ohne Wertung zu geben, dass er eben doch nicht deutscher Meister sei. Eine richtige Begründung wurde nicht gegeben. In der Presse war nachzulesen, dass das deswegen erfolgt, dass man sich einen deutschen Boxer doch anders vorstellt, nicht so derwischhaft im Ring rumspringend. Dann hat er noch, als er protestiert hat, hatte er Tränen in den Augen. Man würde sich einen deutschen Meister doch bitte nicht wünschen als jemand, der heult und Ähnliches. Kurz und gut, dieser Kampf wurde annulliert, einfach aus dumpfestem Rassismus. Juni 33 in Deutschland, ist ja klar. Diese kurze Geschichte wollte ich hier erzählen. Wie es dann weiterging, wissen andere auch und wird hier vielleicht noch ein bisschen erzählt, steht auf der Gedenktafel. Ruckeli Trollmann hat danach noch ein paar Profikämpfe bestritten. Immer weniger, immer schlechtere und auch immer schlechter bezahlte. Irgendwann hat er die Boxlizenz aberkannt bekommen. Dann hat er noch illegal gekämpft auf Jahrmärkten und Ähnliches. Und dann ging es die Verfolgungsgeschichte immer weiter. Und wo sie endete, wissen Sie auch leider. Vielen Dank fürs Zuhören. Das sind ein paar Worte, warum wir hier an der Bockbrauerei stehen. Ja, danke Martin. Frieda, wie geht es weiter mit dem Gedenken zu Ruckeli Trollmann? Wie geht es weiter, wenn die Zeitzeugen sterben? Was macht ihr da dazu und was ist deine Position? Gut, schönen guten Abend auch allerseits. Guten Abend, liebe Rita Wowe. Ich möchte ein paar kurze Worte hier zu dem Gedenken, auch hier speziell. Denn es ist ja so, die Bundesrepublik Deutschland ist ja sehr stolz auf ihre Gedenkkultur, wie mustergültig doch die Zeit des Faschismus hier in Deutschland aufgearbeitet wurde. Das verschweigt natürlich ist nur die halbe Wahrheit, denn so gut wie alle Gedenkorte, Gedenkzeichen wurden nicht von oben, sondern von unten erkämpft, teilweise
gegen erheblichen Widerstand. Und auch gerade was Sintis und Roma betrifft, die deren Vernichtung ja in der frühen Bundesrepublik noch gar nicht anerkannt war. Es hieß ja einfach, es gab da keine Entschädigung. Wenn Sinti und Roma im KZ waren, dann hatte das schon seinen Gründe. Da waren sie selber schuld. Und es waren auch die Sinti selber, die dann auch in den 70er und 80er Jahren angefangen haben, ihre Rechte einzufordern, unterstützt auch von Organisationen wie der VVN-BDA, die Vereinigung der verfolgten Naziregimes, Bund der Antifaschisten, die ich hier vertrete und die das dann auch unterstützt haben. Ich möchte hier an dieser Stelle natürlich an Otto Rosenberg, den Vorsitzenden der Berliner Sintis, erinnern, der die Erinnerungskultur sehr viel zu verdanken hat. Auch das Gedenken an Ruckeli Treumann wurde nach Kreuzberg von außen herangetragen. Es war eine Künstlergruppe aus Hannover, die hier im Viktoria-Park, ich glaube 2008, 2009, eine Installation aufstellte und dann eine Veranstaltungsreihe, die sich mit sowohl der Geschichte Ruckeli Treumanns als auch mit der Geschichte der Verfolgung der Sinti und Roma beschäftigte. Das war auch der Anfang des Gedenkens, das sich bis heute dann fortführte. 2010 wurde ein Stolperstein verlegt. Am Heinecke-Platz wurde die Turnhalle, wo ein Frauenboxcamp errichtet wurde, wurde nach Ruckeli Treumann benannt. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Gedenktafel, die dort hängt. Und im letzten Jahr hat die BVV dann hier auch eine Gedenktafel am historischen Ort. Erst sollte sie woanders hin, aber es wurde dann durchgesetzt, dass sie am historischen Ort und auf dem jetzigen Stand dessen, was wir wissen, angebracht ist. Es soll ja nicht nur ein historisches Gedenken sein, es ist auch eine Verpflichtung und deshalb bin ich eigentlich freudig überrascht, bei dieser Arschkälte hier so viele Leute zu sehen, die dieses Gedenken auch als Herzensangelegenheiten sehen. Und wir werden also auch alles tun, das zu unterstützen, dass dies auch weitergeht. Ja. Ja, Rita, jetzt geht es um das Thema Gedenken zu Ruckeli Treumann. Ich hole mal ganz kurz aus. Wir haben ja auch Vertreter der BVV da. Am 27.01. war eine BVV-Sitzung. Leider habe ich es nicht rechtzeitig mitbekommen, sonst hätte ich angeregt und ich glaube, die BVV hätte das gerne aufgenommen, ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Der 27.01. ist ja seit 1996 der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus oder auch der internationale Holocaust-Gedenktag. Holocaust-Gedenken mag ich nicht so, aber gut, wir brauchen jetzt uns nicht die Begriffe streiten, aber damit ist natürlich auch Geschichtspolitik mit transportiert. Und das wäre schön, wenn das Gedenken in dem Bezirk, das ist eine Idee, die wir in Vorüberlegungen der VVN und Leute mal sozusagen beim Telefonieren gehabt haben, dass man regelmäßig Gedenken macht bei den Sinti und Roma im Bezirk, bei den politischen, bei den, ja, den verschiedenen Opfergruppen, und dass die Bezirksvertreter dann an solche Orte gehen. Und da wäre es uns ganz wichtig, dass natürlich dieses Denkmal mit einbezogen wird. Rita, wie siehst du das mit dem Gedenken zu Ruckeli Treumann und zu dem, was ich gerade gesagt habe? Wie ist das für dich? Was? Ja, natürlich. Ich, als erstes Mal möchte ich Ihnen allen hier danken, denn die sind ja so zahlreich hier heute gekommen.
das ist ein Zeichen, dass großes Interesse da ist, ja. Und diese Interesse, die haben ja, die wollen wir ja auch fördern, dass solche Menschen, die so leiden mussten, wie alle anderen natürlich auch, die Opfer, dass die auch geehrt werden, ja. Und ich glaube, mein Vater hat es wirklich verdient, denke ich mal, ja. Was meinst du denn mit, mein Vater hat es verdient? Kannst du das uns noch ein bisschen illustrieren? Er war stark gewesen. Er war nicht nur stark im Ring, er war auch stark im Leben. Und er hat gewusst, dass er sterben muss und hat vorher noch den Nazis die Stirn geboten. Zum Beispiel hier schon, hier vor dem Kampf und während des Kampfes und nach dem Kampf. Und das ist nur eine Sache. Er hat es ja auch vorher schon, hat er ja schon versucht, gegenzuhalten. Und deswegen wird er auch groß verehrt, weil er eben so stark war und den Nazis die Stirn geboten hat. Ja. Von wem wird er verehrt? Von wem wird er verehrt? Groß verehrt. Naja, als erstes natürlich von mir. Und ich kenne sehr viele Menschen und sie sehen ja, du siehst ja hier, die Leute stehen ja hier nicht umsonst. Also das ist nur ein Teil, ja. Und ich habe von überall aus, ob das Italien ist oder von woanders, überall habe ich, schreiben sie mir auf Facebook und so weiter, dass mein Vater verehrt wird. Und vor allen Dingen, er ist der Held aller Zintis. Nicht nur Zintis, auch Roma, ne? Und der Held von dir natürlich, dein Vater, den du nie persönlich kennenlernen durftest. Aber kannst du auch so sagen, wie die Verehrung gerade stattfindet? Was passiert? Ich habe manchmal das Gefühl, du bist eine Zeitzeugin, die sehr authentisch und exakt auch das wiedergibt, was ihren Vater ausmacht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Ruckelit Rollmann ist so eine Art Pop-Ikone. Was passiert da? Da gibt es Theaterstücke, sind Filme in Überlegung. Wie siehst du das? Filme sind in Bewegung, wie du sagst. Und demnächst zum Ende des Jahres, denke ich, ist das soweit. Dann kommt eine Fernsehreihe mit meinem Vater und ich als Kind. Und Bücher, der Deutscher Meister und alles Mögliche. Ich habe sie jetzt gar nicht alle so schnell im Kopf, weil ich nicht wusste, was du mich fragen wirst. Ja. Und also das ist doch ein Zeichen, dass er wirklich verehrt wird und dass man sehr an ihn denkt. Sonst würde es ja sowas nicht geben, ne? Rita, zum Abschluss vielleicht. Das Gedenken werden wir weiter angehen, aber kannst du mir vielleicht sagen, was für dich das eindrücklichste Gedenken war, was du in Sachen deines Vaters erleben konntest, durftest? Ich denke da in Hamburg. Ach Gott, das geht nicht. Es gibt nicht nur ein Gedenken. Jedes Gedenken ist gut und schön, genau wie dieses hier jetzt. Es ist jedes Mal für mich erbaulich und ich muss immer wieder mehr an ihn denken. Ich spreche schon vorher mit seinem Bild zu Hause mit ihm, dass ich jetzt hier hingehe zu ihm, bin gleich bei ihm. Also diese Gedenktage und diese Gedenkfeiern, das gibt es nicht, dass nur eins ganz besonders ist. Die sind alle besonders. Vielen Dank, Rita. Ich finde es immer wieder großartig. Wir sprechen uns nie ab, aber es klappt immer hervorragend, weil wir sind, glaube ich, schon so viel Ja. Also was mich sehr beeindruckt hat, deshalb die Nachfrage, wir waren zusammen in Neuengamme bei einer Veranstaltung in der KZ-Gedenkstätte. Das war für mich sehr... Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Das war ergreifend. Das war sehr, sehr, sehr ergreifend. Wir waren in Neuengamme und ich hab da den Platz gesehen, wo die Appell stehen mussten
mein Vater und seine mitleidenden Leute. Und ich habe mir die Schuhe ausgezogen und bin da abgelaufen, ob ich eventuell den Ort finde, wo er gestanden hat. Das war, das muss ich sagen, das war ganz besonders. Und ich muss schon wieder heulen, wenn ich nur dran denke. Ja, das war ergreifend und das war natürlich, es gibt es nicht mehr zum Toppen. Das war wirklich schlimm, ja. Das war schlimm und auch schön, dass ich da mal sein konnte, ja. Ja, vielen Dank, Rita. Und ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Wir bleiben am Thema dran. Rita Wowe ist zu erreichen über Facebook, Rita Wowe Trollmann. Und wir bleiben dran am Gedenken. Und bei Unter wem gehört Kreuzberg Brockbrauerei, da werden unsere Sachen mit eingestellt. Können wir noch so auslaufen? Ist das so eine...